Oli Eckle, 1-1 hier daheim gegen Biel. Wie ist deine Einschätzung nach dem turbulenten Spiel? Ja, du sagst, es war ein turbulentes Spiel. Wir sind leider 1-0 in Rückstand, haben am Anfang eine riesige Chance gehabt. Gut können reagieren, haben 1-1 gemacht. Dann bin ich jetzt gar nicht 60 Rote gekommen. Ja, und dann haben wir probiert, den Ball nicht reinwählen. Leider ja, ist es 1-1. Wir sind jetzt nach dem Match enttäuscht, ist klar. Wir hätten gerne einen Sieg und wir wollten einen Sieg holen, aber ja, es ist so wie es ist und wir müssen weiter arbeiten. Sprichst du die rote Karte an? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Hast du gesehen, was passiert ist? Nein, ich habe es auch nicht gesehen. Ich weiss da nichts. Ich muss mal fragen nachher. Man war dann noch etwa 30 Minuten ein Mann mehr. Wieso konnte man es nicht ausnutzen, diese Überlegenheit? Ja, wir haben probiert. Biel ist dann in die gestanden. Ja, wir haben probiert. Aber ja, am Schluss hat es nicht sein. Wir hatten ein paar gute Chancen. So die 5-10 cm haben noch gefehlt am Schluss. Aber ja, es geht weiter. Nächste Woche haben wir in Chiasso. Und wir müssen jetzt das Gute mitnehmen und den Rest analysieren. Was kann man von heute Gutes mitnehmen für den nächsten Samstag? Wir haben sicher ein paar gute Chancen ausgespielt auf dem schwierigen Platz, muss ich sagen. Es war am Schluss für beide schwierig, aber wir haben ein paar gute Chancen. Wir haben nicht so viel zugelassen. Klar, Biel hat auch offensiv gute Spiele. Von dem her, ja, man kann sicher vieles mitnehmen. Es war jetzt das erste Spiel nach der Rückrunde, nach der Winterpause. Wie bist du zufrieden mit der Vorbereitung, die ihr gehabt? Ja, wir sind sehr zufrieden. Im Trainingslager haben wir ein bisschen schöner Wetter gewünscht, aber ja, das kann man nicht beeinflussen. Aber sonst war es wirklich super. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht parat. Leider hat es aber nicht ganz gelangt. Danke vielmals. Wir diskutieren die heissesten Themen vom Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Brock.ch Fußballarena. Jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Marco Schellibaum, nach der Winterpause heute das erste Spiel der Rückrunde. Wie zufrieden bist du damit, wie die Mannschaft umgesetzt hat, was ihr eintrainiert und euch vorgenommen habt für heute? Ich denke, vom Einsatz und vom Willen war es okay gewesen. Sie haben vielleicht auch zu viel in gewissen Momenten. Wir waren zu motiviert gewesen, denke ich auch mal. Und, am Schluss haben wir die Organisation verloren. Wir haben da brutale Konter bekommen, wo wir auch Glück hatten. Wir hätten auch gewinnen können, aber auch verlieren heute. Ich denke, auch das erste Spiel ist immer schwierig nach einer Vorbereitung. Aber ich denke, wir haben es doch einiges gut gemacht. Aber sicher, das Ziel war, 3 Punkte zu machen. Das haben wir gemacht. Wie beurteilst du die Leistung deiner 4 Debütanten heute? Ja, ich glaube, gesamtheitlich gut, aber auch Francesco hat 2-3 Big Saves gemacht, hat wirklich sehr gut gespielt. Der Pippo hat die Aufgabe gemacht, die er eigentlich muss, das Goal zu schiessen. Und er hat auch sehr, sehr gut gekämpft und ist einfach nicht 90% bereit. Und darum haben wir ihn auch rausgenommen. Und auch die anderen haben das auch gut gemacht. Also nochmal, wir müssen es gesamtheitlich sehen und sind sicher enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben, aber ich glaube, wir sind doch auch auf dem Weg, den wir auch brauchen, den Kampf und auch aus dem rauszukommen. Nächsten Samstag geht es weiter in Chiasso, deiner alten Wirkungsstätte. Was nehmt ihr euch vor für das Spiel? Ja, zuerst müssen wir das analysieren und ein bisschen absacken. Und dann gehen wir wieder am Montag auf die Aufgabe Chiasso, die auch nicht einfach wird. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, man muss immer Respekt haben vor der Situation, wo wir sind in dieser Lage. Und aber keine Angst haben. Das werden wir auch nicht haben in Chiasso. Obwohl es nicht einfach wird sein, aber wir müssen das annehmen. Weil jedes Spiel ist sehr, sehr schwierig in der Challenge League zu gewinnen. Aber das wissen wir. Und heute braucht es eben, hat es eben ein bisschen mehr gebraucht. Und dann braucht es halt in Chiasso noch mal mehr, dass wir dann können. Danke vielmals.